Glauben Sie es mir, gepflegter Service ist bei manchen Leuten überflüssig. Wenn ich mir zum Beispiel die Tischmanieren von manchen Leuten anschaue, also wenn manche Leute bei mir zum Beispiel ein Steak bestellen und die sagen dann, Dirndl, bringst mir einen blurigen Fransenfleisch, aber Salat ist Gretzeit, kannst du weglassen, weil ich bin ja keine Kuh. Wenn die sowas sagen, dann weiß ich schon, denen ich darf kein Steak Messer bringen. Da habe ich immer Angst, dass sie sich irgendwie ernsthafter verletzen könnten. Die halten das Messer so wie eine Waffe. Ich denke mir, dass das vielleicht ein Relikt aus der Zeit der Jäger und Sammler ist, wo die Männchen zum Abendessen irgendwas auf vier Haxen in die Höhle geschleift haben. Von der Erfindung der Servietten haben auch viele noch nie was gehört. Die bleibt meistens völlig unbenutzt am Tischrand flacker. Oder sie putzen sich die Nasen damit. Oh, ich kann Schneidschulen dabei. Haben wir alles schon gehabt. Aber Hauptsache, es sind immer genügend Zahnstocher am Tisch. Ja, weil das so ein schöner Anblick ist, wenn drei erwachsene Männer in ihre Gebissleisten stochern und dabei Geräusche von sich geben, als würden sie gerade Giftschlangen verscheuchen. Kannst du es nicht? Gepflegter Service ist bei manchen Leuten überflüssig. Das darf die eher verschrecken, weil die das von daheim gar nicht so gewohnt sind. Ich meine, daheim, da wird doch bei manchen Leuten auch kein großer Zirkus gemacht. Da wird die Wurst vom Papier runtergefressen. Steck und Glasel werden bloß dann benutzt, wenn ein Besuch kommt. So der klassische Dialog, Mutter-Sohn ist dann, Pascal, komm endlich zum Essen. Ich hab keinen Hunger. Du hast doch noch nichts Scheiß gegessen, was hast du denn gegessen? Ditten, Chips und zwei Snickers. Das ist doch noch nichts Gescheites, geweiht, und du meinst, ich stell mich stundenlang umsonst in die Küche. Was gibt's denn? Ein Fürstäbchen mit Pommes und Ketchup. Das mag ich nicht. Das machst du sonst auch, geweiht, wo ist schon vor dem Fernseher hingestellt. Sie und aus diesen Junkfood-Fressern sollen wir im Service dann Gourmets machen. Als Beispiel, eine Familie war vor kurzem in meinem Service, die haben eine Tochter dabei gehabt, die war so 5, 6, schätze ich mal, und die wollte einfach ihre Spätzle mit Soße nicht essen. Ne? Die hat sich hingestellt und hat gesagt, Igitt, die Spätzle mag ich nicht, die schmecken so nach Eiern. Am liebsten hätte ich gesagt, das liegt vielleicht daran, dass richtige Spätzle auch aus Eiern gemacht sind. Und wenn der Geschlampert die Mutter noch was anderes kann als Blätschang und Fertigpizzas in die Mikrowelle schmeißen, dann darfst du auch wissen, wie richtige Spätzle schmecken. Aber mach nur so weiter, in 10 Jahren bist du genauso gewampert wie der Mutter. Und der einzige Mann, der dich irgendwann zusammenheirat, ist ein niederbayerischer Bierfahrer. Aber da brauchst du auch wenigstens keine Spätzle kochen, weil das einzige von dem, der sich ernährt, sind 15 halbe Eiles am Tag. Andererseits, wir sollen Kinder heute noch wissen, wie richtiges Essen schmeckt, wenn viele Mütter unter Kochen verstehen, dass sie wissen, wie man einen Bestellschein bei Bofrost ausfüllt. Gut, manchmal denken wir, vielleicht kaufen manche Leute nur deshalb so gern Fertiggerichte, weil sie denken, dass der übermäßige Verzehr von Konservierungsstoffen den Alterungsprozess verzögert. Weiß ich nicht. Ich bin da auf alle Fälle ein bisschen anders. Ich kaufe mein Brot, das kaufe ich beim Bäcker und nicht irgendwo in einem Backshop in der Bahnhofshalle, wo plastikartige Fertigteigklumpen in den Schnellbackofen geschmissen werden. Mein Fleisch und meine Wurst, das kaufe ich beim Metzger. Geh nicht irgendwo abpackelt im Supermarkt, wo ich nicht sicher sein kann, ob in der original ungarischen Salami nicht der Straßenköter aus Danzig verwurstelt worden ist. Mein Obst und mein Gemüse, das kaufe ich bei meinem Gemüsehändler, beim Buffy. Weil der nicht bloß Obst und Gemüse hat, sondern auch Wein. Geh, dann lasst er mich dann am Samstag in der Früh immer so 2, 3 Gläser probieren und dann bin ich mir. Das ist der billigste Samstagvormittag raus, da lachen sie. Ja. Und da bin ich mir völlig fasziniert, wenn der mir dann sagen kann, ob der steirische Winzer, von dem der Sauvignon Blanc ist, ob der jetzt in der Schule besser in Deutsch oder in Mathe war. Ja. Oder ob der 2001 oder 2003 seinen Bandscheibenvorfall gehabt hat. Verstehen Sie, was ich meine? Ich brauche diesen persönlichen Kontakt bei demjenigen, bei dem ich was kaufe. Ich finde das hochinteressant, wenn ich sehe, was andere Leute kaufen. Wenn ich im Supermarkt bin, schaue ich immer, was andere Leute so aufs Bundle legen. Das sagt sehr viel aus über die jeweilige Person. Sage mir, was du im Wagen hast, und ich sage dir, wer du bist. Ein junges Mädel zum Beispiel, die so klappertür ist, dass ihr eigenes Röntgenpudel schon mehr wiegt wie sie selber, die einen Apfel, einen Magerjoghurt und eine Diät-Cola aufs Bandel legt. Da weißt du,
hochgradig magersüchtig. Eine gepflegte Dame mittleren Alters im Bates-Mantel, die zwei Flaschen Wodka und drei Schachtel Zigaretten aufs Bandel legt und beim Zahlen die Sonnenbrille nicht abnimmt, da weiß auch, was los ist. Frustrierte Ehefrau eines erfolgreichen Managers, die den ganzen Tag gelangweilt in ihrer Grünwalder Luxusvilla hockt und wie sie im Göttergarten auf den Kopf zugesagt hat, dass er ein Verhältnis mit seiner Sekretärin hat und dass das wahrscheinlich nicht das erste und mit Sicherheit auch nicht das letzte ist und dass sein Anblick sie krank macht, hat er ihr eine solche betoniert, dass sie jetzt eine Woche lang die Sonnenbrille nicht abnehmen kann. Sie vor kurzem war Frau vor mir im Supermarkt. Und die war so in meinem Alter und die hat zwei Kinder dabei gehabt und die waren so fünf und sieben, schätze ich mal. Sie haben gesehen, was die aufs Bandel gekriegt hat, da waren wir fast schlecht geworden. Zwei Dosen Thunfisch, vier Lutscher, zwei Schachtel Zigaretten, eine Dosen Cola und ein Liebesroman. Da hab ich mir gedacht, mein Lieber, das wäre ein lokalisches Mittagsmahl. Du, die Alte macht zwei Dosen Thunfisch auf, steckt in jede zwei Lutscher rein und sagt dann zu ihren Kindern, aber frisst nicht alles auf einmal, die Katze braucht auch noch was. Bis die Kleiner dann mit dem Speim fertig sind, hat sie ihre zwei Schachteln Zigaretten geraucht, ihren Liebesroman gelesen und sagt dann zu ihren Kindern, da nehmt ihr einen Schluck von meiner Cola und alles brauche ich gleich weg. Es kommt davon, weil sie immer so wuchs, sonst zeige ich ihnen ein Stupz. Sie, ich war kurz davor, dass sie sich gefragt hat, ob sie nicht vielleicht ihre Kinder zur Adoption freigeben will. Ich weiß mir so leid, da haben wir nicht mehr eine Dosen Thunfisch für jeden, das könnte ich mir auch gerade noch leisten.